Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. So, heute stehen wir wieder bei Ivan Drake. Yippie! Nicht. So, schauen wir mal. Was? Ich habe niemals Angst. Als ob ich wegen einem dummen Gaul weinen und nach Mama rufen würde. Natalie, sieh zu, dass du dieses verrückte Pferd anleinst. Ansonsten werde ich dir meine Anwälte auf den Hals hetzen und dich verklagen, sodass du gebratene Haferflocken noch als Feinkost betrachten wirst. Warte nur ab. Ich komme wieder. Uiuiuiuiui, da haben wir jetzt aber Angst, dass du wiederkommst. Brutal. Wie der sich schleppen muss zu gehen, ey. So, Nathalie. Der ist weg, auf jeden Fall. Ah, Aria. Dieser Idiot macht mich so wütend. So wütend, dass ich am ganzen Körper zitter. Das kann ich verstehen, auf jeden Fall. Ich weiß, ich sollte Ivan Drake keine Angriffsfläche bieten und ihm nicht zuhören. Aber es ist schwer, seine Worte einfach zu ignorieren. Danke, dass du da bist, Aria. Du fragst dich, worüber er gesprochen hat? Ja, also, ich kann verstehen, dass du neugierig bist. Hat Ricky dir etwas über die Koppel außerhalb von New Hillcrest erzählt? Ja, das hat er. Was? Er hat erst vorgeschlagen, dort zu trainieren und dann seine Meinung ganz plötzlich geändert? Siehst du, die Koppel gehörte mal ihm. Ah, ich würde liebend gerne mehr erzählen, aber ich muss Lady für die Reitstunde fertig machen. Ich weiß gar nicht, wie ich sie bürsten oder fertig machen soll, so sehr wie ich noch zittere. Du willst mir helfen? Oh, das ist lieb von dir. Vielen Dank. Gerne. Hier, nimm meine Striegelbürste und bürste Lady. Ich erzähle dir dann mehr über Ricky und die Koppel. Okay. So, erstmal absteigen. Und bis dann. So. Nochmal. Vielen Dank, Aria. Gerne. Hat Ricky dir etwas über seine alte Trainerin erzählt, Meisterin Lucia? Hat er? Weißt du, Meisterin Lucia war die Besitzerin eines sehr alten Jiu-Jitsu-Vereins namens Epona Kai. Damals lag der Fokus des Clubs auf dem Kontrollieren und Messen von alten Techniken des Kampfsports. Genau hier auf der Koppel. Meisterin Lucia war die beste Performerin im Jiu-Jitsu aller Zeiten. Aus diesem Grund ist die Koppel unter den Jiu-Jitsu-Sportlern auch so gut bekannt. Ricky hatte im jungen Alter das Glück, dass Meisterin Lucia ihn unter ihre Fittiche nahm und sie trainierte ihn im Stil des vom Weg des Pferdes, wie es heißt. Einige Jahre später fragte sie Ricky dann, ob er sich für sie um den Club und die Koppel kümmern wollen würde. Dies sollte er machen, bis ein neuer Meister gefunden ist. Doch niemand wusste richtig, wer dieser Meister hätte sein sollen. Meisterin Lucia glaubte an Ricky. Aber damit Ricky ein Meister werden durfte, hätte er erst die Jorvik-Meisterschaft gewinnen müssen. Uiuiui. Ricky versprach ihr, dass er das tun würde, und nur einige Wochen später verstarb Meisterin Lucia in Frieden. Du brauchst nicht traurig zu sein, Aria. Meisterin Lucia war eine sehr, sehr alte Dame, als sie starb. Sie schlief friedvoll und glücklich ein und begrüßte den nächsten Teil ihres Lebens, nicht wissend, was als nächstes auf sie warten würde, mit offenen Armen. Oh Gott, wie die Zeit vergeht. Ladys Hufe müssen ausgekratzt werden, bevor die Kinder kommen. Wie lieb von dir, dass du mir auch dabei helfen möchtest, Aria. Wenn du Ladys Hufe auskratzt, kann ich mit der Geschichte fortfahren. Okay, dann einmal auskratzen. Oh, der andere, ja. Hups. So, ich mach mal die Musik ein bisschen leiser. Ist doch ein bisschen laut. So. Weiter geht's, Natalie. Danke, jetzt muss Lady nur noch gesattelt werden. Dann wäre alles soweit fertig und ich würde für die Reitstunden vorbereitet. Wäre. Mann. Hi. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja. Ricky versprach also, sich um den alten Club von Meisterin Lucia und die Koppeln zu kümmern, bis ein neuer Anführer an ihre Stelle treten würde. Ricky kann, wie
aber so hat er an der Jorvik-Meisterschaft teilgenommen, obwohl Meisterin Lucia ihm riet, einige Jahre zu warten, bis er soweit ist. Der Rest ist Geschichte. Ricky verlor das Finale der Meisterschaft und die Person, gegen die er verlor, war kein anderer als Ivan Drake. So wie sein Selbstbewusstsein verlor Ricky den Club und die Koppel an Ivan. Im Eifer des Gefechts schloss er eine Wette ab, dass er gewinnen würde und falls nicht, Ivan die Koppel behalten dürfte. Da der Club nun seine Koppel verlor und somit auch das Hauptquartier und Ricky sich gleichzeitig total zurückzog, haben sich die übrigen Mitglieder nach anderen Clubs umgeschaut, sodass der Club letztendlich mehr oder weniger aufgelöst worden ist. Entschuldige, dass ich wieder unterbreche. Ich habe mich fast wieder beruhigt, aber Lady muss gesattelt werden, damit sie bereit für die Reitstunde ist. Danke für die Hilfe auch hierbei. Ich verspreche, dass ich die Geschichte diesmal zu Ende erzähle. Ja, das will ich hoffen, Frau Natalie Moonriver. So, Zaumzeug und Sattel. Auch wieder ohne Zügel. Sehr praktisch. So, weiter geht's. Danke, Aria. Dann kann ich ja fortfahren. Es ist nicht mehr viel von der Geschichte. Seitdem sind Jahre vergangen und ich habe keine Ahnung, was die anderen Mitglieder machen. Ich weiß, dass die einzigen Personen, die den Weg des Pferdes kannten, Meisterin Lucia und Ricky waren. Sie wollte ja, dass er alles übernimmt. Ricky scheint eine Menge seines Wissens vergessen zu haben, aber ich bin mir sicher, dass du ihm dabei helfen kannst, sich wieder zu erinnern. Er hat es tief in sich, er braucht nur einen kleinen Anstoß, um sich wieder erinnern zu können. Du weißt nicht, wie dankbar ich dir für deine Hilfe bin, und ich glaube, dass er auch sehr dankbar dafür ist. Er kann es nur nicht so zeigen. Auch wenn die Koppel verloren ist, heißt das nicht, dass Epona Kai das auch ist. Ricky kann immer noch den Club retten, die Koppel, meinen Stall und sogar mich, wenn er die Meisterschaft gewinnt. Also vielen Dank, dass du mit ihm trainierst, Aria. Oh, hier sind die Schuhe. Nimm sie zu Ricky und mach dort weiter, wo ihr aufgehört habt. Die Qualifikation beginnt schon bald, es ist also keine Zeit zu verlieren. Okay. So, haben wir jetzt die Schüchen bekommen? Ich guck mal. Nee. Ich glaube, so richtig haben wir die jetzt noch nicht bekommen. Nee. Kann sie nicht angucken. Okay, dann müssen wir wohl erst zu Ricky Ricardo und dann... Ja. Also irgendwie hat man da so ein kleines bisschen Mitleid, aber wenn er da alles so verzockt hat, dann irgendwie auch nicht. Also, morgen ist ja mein Stream. Da freue ich mich schon richtig doll drauf. Ich bin so gespannt, wie viele kommen werden. Ob überhaupt jemand kommt. Weiß ich ja gar nicht. Vielleicht habe ich das jetzt zu einer blöden... Ups. Ja. Was mache ich da? Ich habe es ja zu einer Zeit ausgedacht, wo ich nicht weiß, ob viele Zeit haben. Ich weiß auf jeden Fall, dass da kein großer YouTuber streamt, aber... Ja. Steht der denn? Manu, was reite ich mir hier zurecht? So, da hinten. Genau. Ja, ich muss das jetzt dann übers Tablet machen, dass ich den so schaue und dann so den Chat lese. Ich hoffe, ich krieg das so hin. Wünsche mir Glück. So, Ricky. Hey, du hast dir Zeit gelassen. Nein, es gab was Wichtiges zu klären. So, ich würde jetzt aber sagen, dass das jetzt auch wieder war. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr zu meinem Stream kommt. Ich habe ja schon vorab sehr viele Test-Streams gemacht. Ich glaube, der eine oder andere hat das mitbekommen. Ich hoffe, dass einfach alles funktioniert und dass ich das mit dem Chat gebacken kriege. Ich weiß ja nicht, wie viele kommen, wie gesagt. Auf jeden Fall bin ich total aufgeregt. Ich habe das ja noch nie gemacht. Wird auf jeden Fall erstmal ohne Facecam sein. Ich will erstmal so mich da reinfuchsen, wie das alles so abläuft und wie das alles so wird. Für mich ist ja dann doch was anderes, wenn man streamt. Gut, dann würde ich mal sagen,
bis zum Stream. Bis dann. Tschüss.